Meine lieben Tabakfreunde, es ist wieder soweit. Ein kleines Päckchen ist angekommen von Tom Darasch aus Kiel. Und ja, wir machen das mal gemeinsam auf. Ja, wie ist eigentlich dazu gekommen, dass ich hier wieder Tabak bestellt habe? Ja, ich habe am Wochenende das Video von Erno gesehen. Erno, du bist schuld. Und ja, ich musste meine Vorräte wieder ein bisschen aufstocken. Ja, ich hatte das Problem. Ich hatte ja den Mozzec-Strang schon, aber leider ist er mir entwendet worden. Wie ich euch erzählt habe, ich wohne hier oben drüber, Altbauwohnung. Hier unten drunter ist ein Ladengeschäft, das wir angemietet haben. Und hier vorne ist natürlich auch eine Eingangstür. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir Eltern es waren oder die Kinder. Haben vergessen, die Tür abzuschließen, und dann wurde hier mal eine Nacht ein bisschen rumgewildert. Wurde zum Glück nur der Monitor vom PC mitgenommen und aber zwei Mozzec-Stränge und ein Curly-Block. Also die haben meine Tabakkiste gefunden und haben sich das mitgenommen. Jetzt weiß ich nicht, ob es Pfeifenrocher waren oder nicht, aber ist auf jeden Fall ärgerlich. Zum Glück haben sie hier nichts verwüstet und durchwühlt, aber leider ist der Tabak abhanden gekommen. So, ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Und was haben wir denn Schönes bestellt? Ich habe wieder nachbestellt. Zweimal der Mozzec-Strang. Machen wir mal eine auf. Ich bin mal gespannt. Ich hatte ja damals von der ersten Charge einen Strang und der war ja pitschepatsche nass. Oh. Der ist auf jeden Fall trockener, muss zwar auch noch ein bisschen nachtrocknen, das machen wir jetzt auch direkt, dass wir den rauslegen. Aber ja, bin schon mal gespannt. Ich habe ja so ein Stück 10-jährigen Mozzec-Strang beim letzten Mal dazu bekommen und der war wirklich super. Der ganz frische hat mir jetzt auch gut geschmeckt, aber man merkt auf jeden Fall, dass da noch Potenzial ist, dass er noch ein bisschen reifen darf. Was immer noch schön ist. Genau, dann habe ich ein, zwei 25 Gramm Proben bestellt. Einmal von Takt den Tesla. Ist auch mal wieder so ein Aromaversuch von mir. Da ganz wenig Black Cavendish drin ist, man kann das glaube ich sehen. Dachte ich, bestelle ich den mal mit. Der ist mit Pfirsich oder Aprikose aromatisiert. Ich werde berichten. Dann einmal eine Probe von dem Herbert Mozzec, Latakia, Orientmischung. Bin ich auch mal gespannt, wie der so wird. Dann die Rechnung. Oh, dann gab es noch ein Pröbchen vom Burleys Mix, einfach so gratis dazu. Auch interessant. Dann einmal den Torus Blend. Davon hatte ich letztes Mal auch schon eine 25 Gramm Probe. Ich fand den eigentlich recht lecker, weil dieser gesüßte Kentucky da drin ist, der mich so ein bisschen an den Dark Strong Kentucky erinnert. Ist eine Orientmischung mit ja, nur wenig Latakia, aber eben dieser gesüßte Kentucky. Und ja, dem wollte ich nochmal eine Chance geben, nochmal 25 Gramm zu rauchen und mir da vielleicht mal irgendwann vielleicht 100 Gramm zuzulegen. Ja, dann Nachschub, weil der bei mir im Sommer eigentlich recht häufig in der Pfeife war. Das ist schon jetzt ein bisschen dunkler. Von Takt die Peacones, 100 Gramm. Hier sehe ich, ist noch ein Pröbchen dabei. Oh. Der Tomahawk, den habe ich sogar als 100 Gramm hier. Den finde ich auch ganz lecker. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Virginia, Burley, Kentucky. Und Perique und ein Hauch Latakia, glaube ich, den man aber kaum raus schmeckt. Aber ist auch sehr gut, kann ich auch nur empfehlen. Sehr naturnah, was für die Oldschool-Raucher. Dann ganz neu der P-Cake, der Perique-Cake. Ich fand den Black and Gold schon ganz gut. Das war auch so ein Perique-Cake, der eben 50% Perique hatte und 50% Virginia.
Und der hier soll wohl noch mehr Pyrik enthalten. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie der so schmeckt. Aber Pyrik kann man bei mir eigentlich nichts falsch machen. Und einmal Old Man's Pipe Story. Bin ich auch mal gespannt, wie der ist. Da ist, glaube ich, auch ein Burley mit drin. Und ja, das war's dann schon. Schauen wir noch. Ah ja, genau, hier nochmal das Informationsschreiben von Tom Darasch, dass man die Twists regelmäßig lüften soll, um den Schimmelbefall da entgegenzuwirken. Und ja, bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall heute mal was Neues rauchen. Was? Weiß ich noch nicht. Ich habe immer noch nicht die Pfeife von Marc Brokein eingeraucht, weil gestern war es ja immer noch so ein schlechtes Wetter, da habe ich mir ein Zigärchen gegönnt und heute muss aber die Pfeife ran. Ich habe schon gesehen, draußen schönstes Wetter, bis jetzt aber noch keine Zeit gehabt rauszugehen. Muss auch arbeiten, einer muss ja Geld verdienen hier. Und aber nachher auf jeden Fall. Super, dann danke euch fürs Zusehen und ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin.